Guten Morgen, ich habe fantastisch geschlafen, wie ein Stein. Nach dem vielen und guten Essen ist das auch kein Wunder. Und ich starte den Samstag gleich wieder mit Essen. Ich gehe jetzt nämlich frühstücken und auf dem Weg dahin sind schon so ein paar Sightseeing-Sachen, die ich mir anschauen werde. Und dann, ja, geht es heute Morgen nach Hohenschönhausen und heute Nachmittag in den Tierpark. Das ist ja etwas kompliziert hier in Berlin, ne? Also Zoo gibt's, dann gibt's den Tierpark und dann gibt's noch einen Tiergarten. Der Tiergarten hat aber übrigens keine Tiere. Das ist einfach nur ein Park hinterm Brandenburger Tor. Das habe ich jetzt gelernt. Und Zoo ist der Westteil und Tierpark ist halt der alte Ostteil. Genau, deshalb gibt es zwei Zoos hier in Berlin. Und den Zoo kenne ich schon, deswegen geht es heute in den Tierpark. Und das Wetter soll so bleiben. Es ist noch ein bisschen bewölkt, aber es soll aufklaren und auch die Sonne rauskommen. Ich hoffe, mein Handy hat da recht. Ja, und euch nehme ich jetzt einfach mal mit. Das hier ist übrigens das Hochhaus, in dem ich die Wohnung habe. Also da oben irgendwo im 20. Stock auf der anderen Seite ist die Wohnung. Also richtig cool. Und von der Straße hört man da oben nichts. Also wenn die Fenster zu sind, ist das sehr ruhig. Been waiting all year. And here's where I land. I'm center stage with you. All eyes where you stand. It's been a long year. Ja, was ich in Berlin schon gelernt habe, hier wird immer gebaut, hier wird nie aufgehört zu bauen. Egal wann ich hier bin, die letzten Jahre ist immer eine einzige Baustelle, diese Stadt. Das hier wird die Erweiterung der U55, die fährt ja im Moment vom Hauptbahnhof zum Reichstag und zum Brandenburger Tor. Die ist sehr praktisch, aber ich glaube, die wenigsten kennen die auch. Die ist immer sehr leer. Und die soll dann weiterführen, ja, unter den Lindenmuseumsinsel. Also quasi so eine kleine Sightseeing-U-Bahn. Aber ich glaube, das dauert hier alles noch ein bisschen. Zu meiner Zeit 1967, 68 gab es hier noch keine Waschbecken, wie sie jetzt hier zu sehen sind. Die sind erst in den 70er Jahren eingebaut worden. Zu meiner Zeit wurde also morgens und abends hier durch die Klappe an der Tür ein Schlauch reingehalten. Ja, dann hatte man eine Waschschüssel, konnte sie morgens und abends waschen und das Wasser dann über die Toilette entsorgen. Heute sieht man in den meisten Zellen einen Schrank, der fehlt jetzt hier, und eine Lampe. Gab es beides zu meiner Zeit auch nicht. Wüsste auch nicht, wozu ein Schrank gut sein soll, denn man hatte ja keinerlei persönliche Sachen, also brauchte man auch keinen Schrank. Licht kam nur hier oben aus. Da ist eine Glühbirne hinter. Im
brannte den ganzen Tag, machte so ein diffuses Licht in die Zelle und wurde auch in der Nacht ständig an- und ausgemacht. Denn im Durchschnitt alle 5 bis 10 Minuten, auch in der Nacht, schaute er der Wachmann hier durch den Spion, ja, ob hier alles in Ordnung ist. Und das passierte auch ständig in der Nacht. Dann wurde zusätzlich das Licht angemacht und dann wurde geguckt, wie der Häftling hier auf der Liege liegt. Wenn der Häftling sich nämlich mit dem Gesicht zur Wand gedreht hatte, dann wurde auch gefordert, sich anders hinzulegen. Die Wachleute mussten mal das Gesicht und die Hände der Häftlinge sehen, um zum Beispiel Selbstmord zu verhindern. Und wenn man sich jetzt im Schlaf umgedreht hatte, und das passierte ja ständig, ja, dann wurde geklopft, drehen sich um, legen sich ordentlich hin. Und wenn so ein Befehl kam, hat man dann schon fast automatisch gemacht. Der Tag war lang. Morgen 6 Uhr war wecken, abends 22 Uhr war Nachtruhe. In der Zwischenzeit durfte die Liege nicht benutzt werden, war das Bettzeug hochgeklappt. Man konnte sie also auf Hocker setzen oder sich hier im Raum bewegen. Mehr Möglichkeiten gab es nicht. Und in den ersten Wochen und bei vielen Häftlingen auch in den ersten Monaten gab es auch keinerlei andere Beschäftigung, sodass man sich also mit sich selber befassen musste und das war schon schwer genug. Ja, nach einigen Wochen bekam ich dann eine Leseerlaubnis. Da wurden hier über die Klappe immer in der Woche Bücher verteilt. Ich habe im Durchschnitt 5 Bücher pro Woche bekommen. An Häftlinge berichten, dass sie nur ein Buch in der Woche bekommen haben. Gab es also offensichtlich Unterschiede. Ich habe in der ganzen Zeit in Holzschönhausen über 200 Bücher gelesen, aber mit dem Erfolg, dass ich sehr schnell eine Brille brauchte, einfach weil die Lichtverhältnisse so schlecht waren. Ich bin also mit guten Augen und ohne Brille reingekommen. Und etwa nach einem halben Jahr hatte ich 2 Dioptrien schlechtere Augen, brauchte dann eine Brille und habe sie auch bekommen.
Samstagabend, ich bin jetzt fix und fertig, es ist 10 und ich habe unfassbare 33.000 Schritte heute gemacht. Wahnsinn, das schaffe ich sonst an 3 Tagen manchmal nicht. Aber ja, es war ein sehr interessanter und schöner Tag und das Wetter ist ja zum Glück gut geblieben. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen die Videos und Fotos ausmisten und aussortieren von heute und von gestern und dann auch schlafen gehen. Ich habe gerade heiß geduscht, weil ich wirklich durchgefroren war. Es wurde jetzt richtig kalt zum Nachmittag hin. Aber zum Glück ist es trocken geblieben. Und ja, jetzt freue ich mich schon auf den morgigen Tag und letzten Tag damit auch. Aber ich habe auch noch ein paar schöne Sachen vor. Ich hoffe, das klappt zeitlich alles. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht und bis morgen.